Jo, hi zurück zu Assassin's Creed. Also wir sind hier mit dem guten Sigurd zurück in Norwegen. Und suchen hier eigentlich unseren Chef. Der hängt hier irgendwo in der Kneipe rum. Mal gucken. Mal schauen, wo er ist. Soll irgendwo in der Kneipe abhängen. Also von daher würde ich mal sagen, lass mal gucken. Ja, da sind wir schon richtig. Ja, komm, mitkommen. Ja, da waren wir schon mal in der Kneipe, oder? Der arme Säufer geht nie nach Hause. Von Sonnenauf bis Untergang sitzt er. Sitzt er da und trinkt sich eins. Junge. Wir sollten gehen. Sieh ihn dir an. Vater. Tja, sieht nicht so gut aus, ne? Sigurd? Bist du es? Mein Sohn, Eivor! Bei Odin dem Grauen, kommt und lasst mich euch ansehen! Kalt. Das ist nah genug. Bei Tyrs Blut, was ist passiert? Eine furchtbare Verwundung. Wie geht es dir? Besser als ich aussehe, keine Sorge. Das schreit nach einem Trinkspruch. Eure Reise war sicher lang und kalt. Trinkt, auf dass euer Blut warm werde. Wir sind nicht hier, um zu trinken oder zu feiern. Nur um uns das Wrack eines einst großen Mannes anzusehen. Und was dann? Wieder Krieg gegen König Harald führen? Erhebst du Anspruch auf seine Krone? Ist das dein Plan? Für noch mehr Unheil sorgen? Sei nicht albern, alter Mann. Was sollte mich an diesem eisigen Hinterland interessieren? Ich hörte Gerüchte, dass Englerland bereits mehr als genug Könige hätte. Ich dachte, vielleicht wärt ihr zurückgekommen, um... Ich habe alle Träume von der Krone begraben, Vater. Mich erwartet ein größeres Schicksal. Ich bin nur aus einem Grund zurückgekehrt. Um mich zu verabschieden und um dir zu danken. Für dein Versagen. Versagen? Als Vater, als König, als Mann. Ohne dich hätte ich mein wahres Selbst nicht gefunden. Mein Versagen, wie du es nennst, mein Schwur an König Harald, war der einzig vernünftige Weg für einen Mann in meiner Lage. Boah, ist schwierig, ne? Und was hast du seitdem gemacht? Hier gesessen, dich betrunken und beweint, was hätte sein können? Ich habe hart dafür gearbeitet, unserem Land Frieden zu bringen, um Haralds Botschaft der Einheit zu verbreiten. Man sagt, du schläfst vor Haralds Bett wie ein Köter, der auf Befehle wartet. Und dass er dein aufgerissenes Maul als Nachttopf benutzt. Du spottest über meinen Dienst für einen großen und mächtigen Mann? Behandelst du so auch deine Untergebenen, Sigurd? Du armseliger Wurm! Sigurd, deshalb sind wir nicht hier. Pläne ändern sich. Herzen auch. Meines nicht. Was ist mit dir, Eivor? Du hättest uns sagen müssen, dass du dich Harald unterwerfen würdest. Und mir die Schande ersparen, mit anzusehen, wie sich mein Vater erniedrigt. Ihr habt recht. Ich schuldete euch die Wahrheit und das tut mir leid. Doch ich entschuldige mich nicht für meine Entscheidung. Dann haben wir uns nichts mehr zu sagen. Mein Sohn, bitte! Sigurd, warte! Ich habe gesagt, was ich denke, und er auch. Das führte nur zu Verbitterung. Was gibt es sonst noch zu sagen? Trotz allem, was geschehen ist,
wünsche ich dir nur Gutes, Sigurd. Mögest du finden, was du suchst. Und möge es dir Frieden bringen. Das wird es. Unser Schicksal wartet. Bleib nicht zu lange. Ich weiß, du liebst ihn, Eva. Und du vertraust ihm. Doch folge ihm nicht blindlings in den Abgrund oder die Verzweiflung. Tja, komische Begegnung. Komischer Dialog. Mal gucken. Was haben wir vor? Dieses traurige Kapitel wäre abgeschlossen. Okay. Ein Glück. Und nun segeln wir zu fernen Küsten, wo mein Schicksal wartet. Meine Bestimmung. Das Ende meiner Reise. Ich folge dir in dieser Welt, soweit du willst, Bruder. Doch wenn dich dein Weg darüber hinausführt, überlege ich es mir vielleicht anders. Das glaube ich nicht, Eivor. Ich glaube, du wirst staunen über das, was ich dir zeigen werde. Ja, bin ich wirklich gespannt. Denkst du an deinen Vater? Keineswegs. Ich dachte nur an meine Visionen. Ich bestaune, wie klar sie sind. Wie Erinnerungen an den gestrigen Tag. Beschreib sie mir, deine Visionen. In der ersten sah ich eine große Tür, umgeben von Eis, nördlich von Hörderfylki. Der Sagenstein war in den Türbogen eingefasst. Als die Vision deutlicher wurde, öffnete sich die Tür und gab viele Dinge preis. Den Lebensbaum Yggdrasil und die goldenen Felder Valhalls. Und unsere Götter, die mich Freund, Bruder und Krieger nannten. Ich fühlte mich heimisch unter ihnen. Ihre Liebe wärmte mich. Du solltest wissen, dass du nicht allein damit bist. Auch ich hatte Visionen. Hattest du? Und was hast du gesehen? Schwer zu sagen. Ich sah, wie Odin mich in den Schatten führte. Und ich sah Spinnerinnen, die aus Blut sehen, Schicksale woben. Ich sah den riesigen Fenriswolf, die Zweige des Weltenbaums. Und ein Mann mit... Sprich weiter. Valkar warnte mich vor einem großen Verrat. Doch in welcher Form, das kann ich nicht sagen. Ich verstehe. Ich halte meine Schwüre, das weißt du. Verrat liegt nicht in meiner Natur. Natürlich nicht. Du bist standfest wie eine Säule aus Stein. Ja. Komm, mein Schicksal erwartet mich. Na gut. Wo wollen wir hin? An die Ruder. Lass mal die Map anschauen. Wahrscheinlich müssen wir ganz woanders hin. Einmal durchknattern hier oben rein. Okay. Na gut. Die Töchter Elias segnen unsere Überfahrt. Ja, wir gleiten mit einer großen Ruhe über die Wellen. Was ist mit dem Elfenkönig Elfrid? Müssen einmal raus, ne? Oder? Nee, schon hier rum, okay. Verbiegt er sich? Wird er brechen? Gudrums Heer jagt ihn gerade vermutlich durch Westsexe. Mit etwas Glück treibt der Elfrid bis ins Meer. Seltsam, wie fern mir diese weltlichen Belange erscheinen. Aber wir haben in Englerland so viel erreicht. Und uns erwartet noch so viel mehr. Die Christen sind nur schwerlich Feinde. Sie glauben an einen Mann da oben. Einen, der mit seiner Axt über uns allen steht. Das ist ein starker Antrieb. Wir haben unsere eigene Axt und schlagen damit, wohin wir wollen. Diese Frau, Fulke, während meiner Zeit mit ihr, so schmerzhaft sie auch war, zeigte sie mir Dinge. Dinge, die so seltsam und wunderbar waren, dass ich ihr fast für ihren Verrat danke. Was sie dir angetan hat, war über alle Maßen grausam. Mit jedem Schlag des Pflegers, mit jeder Narbe, mit dem Verlust meines Arms, wurden meine Visionen stärker. Hier rein, warte mal kurz. Upsi, ja, da hinten lang, okay. Doch sie war so wahnsinnig, wie das Meer weit ist. Selbst die Wahnsinnigen besitzen Weisheit. Ihr Jesus war ein komischer Kerl. Nun liebt ihn die halbe Welt. Und an uns glaubte auch niemand, als wir jung waren und unter den Tischen in den Methallen unsere Pläne schmiedeten. Nicht einmal mein Vater. Das ist der Sigurd, den ich kenne. Können wir nicht nach Englerland zurückkehren und beenden, was wir angefangen haben? Nein, vergiss das alles. Die Zukunft liegt vor uns.
Großer Reichtum erwartet uns. Ich stehe an deiner Seite, Bruder. Ist interessant. Bis zum Ende. Was mich eigentlich interessiert ist, ist jetzt ein bisschen blöd, aber ordenstechnisch kriegen wir das doch hier irgendwie raus, oder? Muss man nicht irgendwie mal sagen, geh da und dahin. Mhm. Setze was steht da? Oh, das habe ich nicht gelesen. Setze wird... Okay, setze die Geschichte fort. Na gut, jetzt erstmal nicht, weil die Geschichte geht hier weiter. So, auch hier waren wir schon mal, aber ist ja wurscht, hat jetzt einen ganz anderen Anspruch. Wo wollen wir hin? Irgendeine Höhle oder sowas? Was anderes ist hier nämlich nicht, weil dahin ist eigentlich Dead End, ne? Weißer Zorn versperrt uns den Weg. Wir müssen weiter! Kennst du die Richtung? Wie mich selbst! Wir schneiden durch dieses Winterkleid wie ein Schwert durch Stroh! Keine Sorge! Wir wären die Schande des Clans, wenn wir an diesem einsamen Fjord sterben würden. Ha! Das wären wir! So, da hinten ist Dead End, also wo soll's hingehen? So, und jetzt? Sind wir richtig. Eivor, wir gehen weiter. Okay. Ihr anderen wartet hier. Den Bruder zum Schutze, okay. Wird interessant. Mir nach! Tiefer ins Königreich des Schnees! Sigurd! Können wir den Sturm nicht abwarten? Ah, das Brennen von Eis auf der Haut. Genieße es, Eivor. Wir wandeln auf den Pfaden der Götter. Und wohin? Zu Meergletschern und Schneewüsten? Zum Ruhm! Können wir nicht warten, bis das Tosen nachlässt? Auf dem Schiff, wo wir Met und Essen haben, um uns warm zu halten. Nein! Wir müssen uns den Vorboten stellen und die Götter ehren. Sie werden nicht zu uns kommen. Wir müssen zu ihnen. Wir wären keine gute Gesellschaft mit Eisklumpen in den Augenhöhlen und gefrorenen Knochen. Fürchte die Kälte nicht, Eivor. Wo wir hingehen, können uns Wind und Schnee nichts anhaben. Na, da bin ich mal gespannt. Muss ja irgendwie eine Höhle sein, oder? Irgendwie sowas. Der Wind aus Helheim. Halte durch! Es sollte nicht mehr weit sein! Mhm. Wobei mit diesem Nebel und Wolf und diese Geschichte, einarmiger Mensch und sowas, und ihn in der Vision, das kann ja hier auch stattfinden. Bin gespannt. Hier muss es sein! Ich kenne die Form dieser Steine! Ja! Wir sind ganz nah! Das hoffe ich. Um meiner gefrorenen Finger willen. Das muss es sein. Und da vorne ist eine Höhle. Willst du mir nicht sagen, wohin all das führt? Das wirst du früh genug sehen. Aber zu spät umzukehren, fürchte ich. Da, die Höhle. In ihr verbirgt sich die geheime Pforte.
Gut, wenn er das alles kennt, ist ja was dran irgendwie, oder? Bin gespannt. Das Eis ist dünn. Kannst du es zerbrechen? Ja, klar. So, Sigurd, wo bist du? Komm her, zeig mal. Mein Herz rast. Mhm. Warte mal. Sehr interessant da hinten. Okay, aber wir müssen ja mit ihm hier lang. Komme. Da bist du ja. Mein Herz rast. Das ist es. Götter, diese Tür. Hast du sie schon einmal gesehen? Diese Lücke. Dort war der Sagenstein, nicht wahr? Ja, vor langer, langer Zeit. Nun tritt zurück. Svachoi nobrat uns membro trurvondi quorde uns solas fras gnogadide umsum huchas reis dedai. Chasa umsi. Wie hast du das gemacht? Unglaublich. Woher kennst du diese Worte? Tja. Eivor, ich sagte dir doch, dass meine Visionen Erinnerungen an dein früheren Leben sind. Komm. Götter, was ist das für ein Ort? Das ist interessant. Mein klar ist, dass es so irgendwie enden wird, aber... Diese Platte führt uns weiter. Ja. Chris. Zu den goldenen Feldern. Nach Valhall. Dieses Gefährt. Haben die Zwerge es gefertigt? Es ist wahrlich ein Meisterstück. Selbst Gunnar hätte es nicht besser machen können. Und diese Höhle ist so tief. Sie summt vor Magie. Okidoki, so sind wir jetzt da? Okay, da unten. Da, aha. Der alte Baum. Der Baum des Lebens. Was ist das? Sieh nur, wie stolz er ist. Wie er schimmert. Die Wurzeln allen Lebens laufen hier zusammen. Die Skalden würden bei diesem Anblick weinen. Und das ist noch längst nicht alles. Ich schwöre bei allen Namen des Allvaters, das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bevorsteht. Meine Visionen reichen weiter. Bis in Odins große Halle. Okay, er weiß auch scheinbar, wo es lang geht, ne? Dann folgen wir immer. Spürst du das? Die heiligen Energien? So etwas Großartiges habe ich noch nie gesehen. Dieser Schrein ist unser. Er wird sich für uns öffnen. Warte es ab und sieh selbst. Woher weißt du diese Dinge? Hast du es in deinen Visionen gesehen? All das und vieles mehr. Auch ein bisschen sprachlos, ist nicht schlecht. Krass. Oh, Arena, oder? Hm. Ich erinnere mich wieder, dieser alte Schrein wird durch diese Sphäre aus Metall entzündet. Und diese Arme, diese Äste, sie verschaffen uns Zugang zur Zuflucht der Götter.
zu Valhall. Bist du bereit? Ja, eigentlich nicht, ne? Was liegt hinter all dem? Wohin führt uns das? Nimm deinen Platz in der Mitte dort ein und du wirst es sehen. Bin gespannt. Ich wollte gerade sagen, wieso wartet das auf mehrere Leute? Ist das Svala? Valkas Mutter? Warum ist sie hier? Ich weiß nicht, will ich dahin? Eigenartig. Wo bin ich hier? Hier ist auf jeden Fall nicht deine Hütte. Okay. Da bist du ja! Sei gegrüßt, Ränger! Willkommen! Stolz, dir zu dienen, Harvey! Benetze meine Lippen mit einem weiteren Horn, Mähbruder! Trinkt, um stark zu werden! Eivor, Tür sagte, dass du kommst. Willkommen. Bist du... Nee. Bist du Valkas Mutter? Svala? Du hast ein gutes Auge, Wolfsmal. Nach all der Zeit, Eivor, sind wir endlich da. Nun erhebe dein Horn mit Freya und singe ein Lied vom Sieg. Sigurd, was geschieht hier? Dein Arm ist wieder da und deine Lebensfreude. Ewiger Ruhm, Eivor. Hier speisen wir in der Halle der Gefallenen. Das ist die Matrix, ganz einfach. Oh, ich möchte vor Freude schreien. Das ist alles so wundervoll. Deine Visionen, Sie waren wahr. Das Schlachtwort erfüllt! Auf Tür! Auf zur Schlacht! Kämpfe mit uns! Los, Eivor. Genieße den Kampf. Du hast dir deinen Platz hier verdient. Gegen wen kämpfen wir denn? Okay. Schockt natürlich irgendwie nicht. Und ich kann sie auch gegenseitig. Sigurd, dieser Ort ist unglaublich. Genug des Geplänkels. Lass uns gegeneinander kämpfen. Der Kampf, der schon lange aussteht. Halt dich nicht zurück. Hier müssen wir nichts fürchten. Gegen Sigurd. Vergieße das ewige Blut Valhalls. Sigurd, mein Freund. Ihr Arm ist ab. Bruder!
Keine Sorge, Abel. Hier verdienen wir uns keine Narben, nur Kampferfahrung. Es ist zu Ende. Das versteht jetzt mal einer. Was ist geschehen? Täglich grüßt das Murmeltier? Nee, mal gucken. Lass mich raten, Sigurds Arm ist wieder dran. Wir sind stolz, dir zu dienen, Navi. Benetze meine Lippen mit einem weiteren Hornet, Bruder. Warum wundert mich das nicht? Dein Arm ist nachgewachsen. Er war nie weg, Eivor. Nicht wirklich. Nichts hier ist von Bestand, weißt du nicht mehr? Nichts außer dem Mut und dem Ruf der Krieger. Sind wir hier unsterblich? Lass es uns gemeinsam heraus. Ein neuer Tag? Oh Mann, das ist viel voll täglich grüßt das Moment hier. Einfach alles wegmetzeln, egal wer es ist. Bis ins Mark getroffen. Wieder hast du deinen Arm verloren. Und wieder wird er zurückkehren. Vater, bist du es? Das war doch unmöglich, mein Vater. Zurück, um uns zum Sieg. Skoll! Skoll! Nimm dein Horn. Fall ein in den Kriegsjubel. Skalde des Kriegs und der Verse. Wie gefällt dir das Getümmel bisher? Eigentlich gar nicht so. Ne? Wirklich einzigartig. Aber täglich grüßt das Murmeltier. Das auf Horn, Ewigkeit. Eivor. Was hält dich zurück? Mein Vater. Varin. Hast du ihn in dieser Halle gesehen? Nein. Sollte er hier sein? Nein, er starb als Feigling. Doch bei Odins Auge. Ich schwöre, ich habe ihn gesehen. Vergiss deine Sorgen in Valhall. Such nicht weiter. Wir haben verdient zu feiern. Wir sind angekommen. Mal alle anschauen. Gesehen, ja. Wo bist du? Komm und zeig dich. Da hinten steht er. Große Krieger. Habt ihr Varin gesehen? Wen? Varin, mein Vater. Varin? Vater! Großer roter Mantel. Ist er?
Hier nicht. Wenn ich ihn nochmal verliere, schlage ich jemanden damit tot. Bist du diese Verwundungen nicht leid? Niemals. Jetzt aber, da ist er. Warte. Vater. Naja. Eivor, du hast Besuch. Kannst du nicht anklopfen? Unsinn. Hier ist jemand für dich. Sieh nur. Meine Eivor, du bist es. Und was für eine Kriegerin aus dir geworden ist. Ich platze förmlich vor Stolz. Wie bist du hierher gekommen? Erinnerst du dich nicht an unsere große Schlacht? Erinnerst du dich, dass wir Seite an Seite kämpften mit deiner Mutter und Sigurd und den Clans? Wir haben gekämpft. Du nicht, Vater. Du starbst als Feigling. Eivor, freu dich doch. Dein Vater ist zurückgekehrt. Wie klappt denn das? Hast du etwa deine Lust am Leben verloren? Das war nicht mein Vater. Das war eine Lüge. Das war keine Lüge, sondern mein Geschenk an dich. Ich habe Macht hier und kann tun, was mir beliebt. Du wolltest deinen Vater sehen und ich machte es möglich. So einfach ist das. Laut Odins Gesetzen gehört mein Vater nicht an diesen Ort. Ich will ihn nicht sehen, wo er nicht sein sollte. Dein Vater tat, was er konnte, um dich zu retten. Er starb, um dich zu schützen und seinen Clan. Nein. Er. Das ist das Ende unserer Reise, Eivor. Das ist Valhall. Das sind die goldenen Felder. Und jetzt kommt, die Schlacht wartet. Schon ziemlich langweilig, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wollen wir nochmal raus? Vielleicht erst beim nächsten Mal, oder? Also, bis denn. Ciao.